Moin Moin Leute, was geht? Hier ist mal wieder euer Sergeant Pepper am Start und es ist gerade heute das neue Borderlands 2 DLC rausgekommen, das Halloween DLC, das TK, ja keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Plan, wie es heißt. Auf jeden Fall sind wir hier im Startgebiet Halloween Hollow und ich habe hier einen witzigen Chest-Spawn gefunden, den ich euch einfach mal kurz zeigen will, wo ich euch zeigen will, wie das geht. Es ist eigentlich ziemlich simpel, ihr seht hier oben eigentlich schon, wie es geht. Ihr müsst eine Pistole, ein Schild und eine Granate hier reinwerfen und ich zeige euch gerade mal, wie das geht. So, ich habe mir extra ein paar Lower Pistols geholt. Oh, Mist. Ja, beim PC funktioniert es mit dem Inventar irgendwie nicht so gut. Leider, man kann nicht so gut runterscrollen. Es geht irgendwie. Ja, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Ihr werft, ich habe hier extra diese Pistole mitgebracht. Ihr werft die da rein. Dann ein Granatenmod. Und noch ein Schild. So. Und. Oh nein. Ich habe ihn daneben geworfen. Ja, ich glaube, ich kann auch an Granatenmod, wenn ich hier drauf drücke. Ah, kann ich nicht. So, ah, optimal. Nochmal. So. Und hier spawnt unsere Truhe. Öffnen wir sie doch mal. Okay, das sind jetzt gerade nicht so gute Gegenstände. Das letzte Mal habe ich lilane Gegenstände daraus bekommen. Also es lohnt sich einfach mal hier vorbeizuschauen. Wie gesagt, das ist hier ganz am Anfang im Startgebiet. Hier kommt die raus, wenn ihr euch das DLC für gerade mal 3 Euro kauft, was ich ziemlich billig finde. Und ja, viel Spaß damit und tschüss, bis zum nächsten Mal.